country diba yung naman. Om Dhanvantari Devaya Namaha. Wir machen heute einen Ausflug und dazu habe ich ein Lunchpaket vorbereitet, also Ayurveda für unterwegs. Kann man natürlich auch jederzeit ins Büro oder überall hin mitnehmen. Das Essen schmeckt auch kalt, ausgezeichnet. Dazu habe ich mal gemacht Kürbis Pakoras, einfach Kichererbsenteig mit ein bisschen Chili und Salz in Fett frittiert. Dann habe ich gemacht einen Safranreis, einfach nur gekocht, ohne Ghee, nur ein bisschen Safran dazu und dann ein paar Cashewnüsse und Rosinen. Dann habe ich gemacht noch einen Krautsalat, das ist ganz rohes Kraut, ja, mit ein bisschen so Frischzwiebel und ein bisschen frischen Koriander und einfach dann noch so Salatkräuter. Dann habe ich ein bisschen Olivenöl angeröstet mit Ingwer und Chilis und Kreuzkümmel, das habe ich dazugegeben. Und Kürbiskernöl. Kernöl ist dann auch noch drinnen. Salz, Pfeffer. Ja, ich denke, ich habe alles gesagt. Und dann verrühren. Vorher das Kraut natürlich klein schneiden. Also ein roher Krautsalat, dann Safranreis, Kürbispakoras. Und jetzt mache ich noch ein Lassi dazu. Und zwar diesmal ein salziges Lassi. Also Joghurt, Salz, Pfeffer, ein bisschen Prise, gemahlenen Kreuzkümmel gebe ich dazu und mit Wasser dann verdünnen. Das Joghurt tue ich mal rein, dann zeige ich euch, wie ich weitermache. So, da ist jetzt Joghurt drinnen, ein bisschen Pfeffer, Salz und eine ganz eine kleine Prise gemahlener Kreuzkümmel. Und das füllen wir jetzt mit Wasser auf. Ungefähr einen halben Kilo Joghurt habe ich verwendet. Und rühren um. Fertig. Jetzt packe ich das alles ein in den Rucksack und dann kann es schon losgehen. Also wir sind hier bei einem wunderschönen Baum, einer riesengroßen Buche. Und da haben wir jetzt das Picknick aufgebaut. Alles, was ich gekauft habe, den Krautsalat. Hier gibt es noch was zum Eindunken, das ist Zwetschgenröster. Pakoras. Und den Reis. Was haben wir denn da? Bitte kosten Sie. Kürbis. Natürlich. Das ist Zwetschgenröster. Dann gibt's Reis mit Rosinen. Kernöl. Ein bisschen Knoblauch. Nein, ist gar kein Knoblauch. Nein. Nur ein bisschen Zwiebel. Und also so Frischzwiebel, Ingwer, Chili, Salz, Pfeffer. Leicht scharf. Also wenn es euch gefällt, lasst ein Abo da, gern beantworte ich eure Fragen. Bis zum nächsten Mal.